Petra gehört. Hallo, Petra gehört. Es ist alles in Ordnung. Sicher? Alles Bestens, danke. Merci. Bitte. Ist hier noch frei? Klar. Geht's dir wirklich gut? Es ist der Artikel da. Ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Der Rennen ein bisschen anläuft und so. Ich kann es sein, aber er macht nichts. Du hast einen Mann, der dir nachläuft und du findest das so easy. Ja, aber es ist ganz ein Lieber, der schaut nur ein bisschen und... Bitte unternimm etwas. Aber wieso? Wieso stresst dich das so? Ich fasse es einfach nicht, dass so jemand frei rumlaufen darf. Wenn du das selber erlebt hast, die stetige Angst und die hinter jedem Ecke könnte dir jemand auflauern und die ganze... Hast du mal einen Stalker gehabt? Als ich meinen ersten festen Freund hatte, war alles super. Wir waren mega glücklich, bis ich gemerkt habe, dass er mich zu Sachen drängen wollte, die ich nicht wollte. An einem Abend ist er heimgekommen und ich habe gemerkt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann versucht, sich zu entschuldigen und hat mir Briefe geschrieben und ja, hat versucht, mich zurückzukriegen, aber ich konnte ihm einfach nicht mehr vertrauen. Schlussendlich habe ich dann viel Gras über die ganze Sache wachsen lassen. Ich habe irgendwann einen Job als Floristin angenommen und mein Leben neu geordnet. Und dann ist auch eigentlich alles super gelaufen. Bis zu dem Tag, wo immer wieder der Psycho bei mir im Laden auftaucht ist. An meinem Geburtstag bin ich heimgekommen und habe ein Päckchen im Briefkasten gefunden. Leider konnte ich es nicht aufmachen, weil ich im Stress war. Ich musste ins Volleyball. Auf dem Weg in die Turnhalle bin ich dann am Herrn Frey begegnet. Boah, so ein grusiger Typ. Wenn er mich und meine Freundin mit seinen Augen ausgezogen hat und immer diese grusigen, schleimigen Komplimente verteilt hat. Was für ein frustrierender Geburtstag. Ja, der Ball nimmt mir nicht so ab. Ja, mach doch besser. Da, neuer Ball. Mach's besser. Was ist heute los gewesen? Kommst du nachher auch heim? Ich jogge noch ein paar Runden, okay? Okay. Ich mache mich um bei dir, hm? Thank you.
Das gibt's doch nicht. Liebe Lena, Happy Birthday! Ich wünsche dir zu deinem Geburtstag nur das Beste und viel Freude. Ich fasse es noch gar nicht, wie groß mein kleines Mädchen geworden ist. Erinnerst du dich an deinen ersten Teddy? Ich habe ihn wiedergefunden. Er hat mir gesagt, dass er unbedingt zu dir zurück will. Pass auf dich auf, mein Schatz. Ich bin recht kaputt, aber es ist alles okay. Ja, was hältst du davon, wenn wir morgen den Geburtstag noch feiern? Das finde ich super. Wollen wir einen Film bei dir schauen? Das geht leider nicht. Meine Mitbewohnerin hat so einen Vibe oben. Ja. Ja, dann schauen wir ihn einfach bei mir. Ist gut. Passt, 8. Ach, ist perfekt. Geht es dir viel besser? Ja, es ist alles in Ordnung. Alles bestens. Du kannst immer zu mir kommen, egal was ist. Okay? Danke, Schatz. Ich liebe. Bis dann. Okay. Tschüss. Wieso? Wir haben immer nett zu dir. Ah ja. Und deine ständig als Liebesbrief tante Sex abfrage ist genau das, was ich mir wünsche. Mach mich nicht hässlich. Hey. Lass mal, Lofi. Was willst du von mir? Möchtest du nicht, dass die Frau lieber alleine will? Was willst du jetzt? Lang mich nicht an. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Jetzt bleib da. Sascha, zum letzten Mal lass mich in Ruhe. Die Andrea zögert nicht, um dir nochmals das Handgelenk zu brechen. Zu der gehe ich jetzt. Hey. Gang hey. Hm? Komm.
ist gebrochen worden. Ja, ich bin heimgekommen und die Bilder, die wir auf dem Klavier aufgestellt haben, sind alle weg und dann ist jemand reingekommen und hey, ganz ruhig. Komm. Und jetzt erzählst du mir ganz genau, was passiert ist. Und ich habe so Angst, ich kann nie mehr heimgehen. Dann ist er auf mein Bett gesessen und das Häuschen aus der Schublade rausgerannt. Ich bin drunter gelegen. Was? Nein. Hat er etwas gemacht? Er hat mich nicht gesehen. Und deine Wohnungstür? Nicht aufgebrochen. Hat die Ex noch Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Hey, easy. Das passiert in letzter Zeit öfters. Alles gut. So, und jetzt rufen wir die Polizei. Nein, bitte nicht, bitte. Musiker Lena, bei dir ist eingebrochen worden. Andi, bitte keine Polizei. Okay, wie du willst. Gehen wir jetzt zu mir, okay? Nachdem meine Mami alles herausgefunden hat, hat sie dann Anzeige erstattet. Sie haben stundenlang auf dem Polizeiposten warten lassen, Aussage nach Aussage machen lassen. Und haben einfach nicht glauben, dass Martin zu so etwas fähig ist. Der Mann hat mir in diesen paar Nächten mein ganzes Leben versaut. Und er ist der Grund, wieso ich bis heute mich nicht auf Männer einlassen kann. Die Bilder. Ja, aber der hat ins Gefängnis müssen. 5 Jahre lang. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. Meine Mami musste vor 3 Jahren auswandern, weil sie es einfach nicht in Ruhe lassen. Verstehst du jetzt, wieso ich der Polizei nicht vertraue? Natürlich. Wieso hast du mir nie etwas davon erzählt? Weil ich dich nicht damit belasten glaube. Das machst du doch nicht. Hey. Wer könnte das gewesen sein? Wer ist das gewesen? Das war sicher die Ex. Die hat das Ganze doch immer noch nicht verkraftet. Was ist, wenn das der Martin war? Jetzt überlegst du noch einmal ganz genau. Wer könnte das sonst noch gewesen sein? Hm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Am besten dir nicht schlafen. Guten Morgen. Hey, easy, ich bin's. Achtung, heiß. Danke. Shit, ich muss schauen. Nein, ich habe angerufen und gesagt, dass es dir nicht so gut geht. Alles okay. Was? Du hast mir auch etwas überlegt. Hm? Und zwar, wie wir den Psycho stellen können. Wie? WhatsApp.
Du suchst sicher die Lena, hä? Wow. Shit. Und wie bist du mit damit umgegangen? Ja, weg. Alles hinter mir lassen. Ein neues Leben anfangen. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist Andrea. Sie ist toll. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Frau Bacher? Sie können jetzt zu Ihrem Mann. Danke vielmals. Wiedersehen. Ja, den gar nicht jetzt mal. Mach's gut. Aber bitte versprich mir, unternehme etwas gegen den Verfolger. Ich verspreche unter euch. Ich werde der Polizei anrufen. Und dir wirklich, merci dir. Danke.